So, und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine Raviolis, zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und wie immer bei einer neuen Aufnahme ist die Maus viel zu langsam. Okay, schon besser. Ja, wir sind schon jetzt auf dem Weg zur Kammer des Schreckens. Und wir spielen gerade Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Deswegen laufe ich gerade nochmal zurück. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, da sind wir gerade runtergesprungen. Und oh mein Gott, ich kann... Was haben wir hier? Das hatten wir schon. Okay, bevor ich jetzt total ausraste, gucken wir uns erst nochmal um, würde ich sagen. Hier ist nichts, also ab nach unten. Ah, oh. Hallo. Ah, sie lebt doch. Spinnen. Tschüss, ne? Und ich muss das Mikro mal ein bisschen wegstellen, weil sonst schreie ich euch hier die Ohren weg. Tut mir leid. So, das machen wir auf, wie immer. Ich meine, jetzt brauchen wir das Zeug ja wirklich, ne? Ich glaube, wir haben noch erst einmal einen Trank eingenommen. Naja, was soll's. Wenn ihr euch übrigens gerade eben bei Beginn gewundert haben solltet, wieso nennt er uns jetzt plötzlich Raviolis? Keine Ahnung. Mir war gerade so. Außerdem, liegt das mitunter daran, das ist schon, länger so in Planung, euch, also meine Zuschauer, so zu nennen. Allerdings, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt begründen soll. Das ist, also, ich weiß schon, was die Begründung ist, aber das rüberzubringen ist ein bisschen schwierig. Und zwar liegt das damit zusammen, ich war früher begeisterter T-World-Spieler. Wem das nicht sagt, ist nicht schlimm, ne? Das ist so eine Art 2D-Online-Shooter, der mit... Huch, was kam da denn runter? Der mit Smiley-Figuren arbeitet, so ungefähr. Naja, ihr könnt es ja einfach mal googeln, dann wisst ihr Bescheid. Dazu sei gesagt, dass ich damals in einem Clan dort war und der nannte sich die geheimen Ravioli. So. Nicht, dass ihr jetzt auf andere Nudelfanatiker unter YouTubern denkt, dass ich da irgendwie was abgucke oder so. So ist es nicht gedacht. Nein. So. Und diese geheimen Ravioli, die habe ich einfach eiskalt eines Tages damals übernommen als Admin und so, und deswegen habe ich auch meine Steam-Gruppe so genannt. Die geheimen Ravioli ist ja dem einen oder anderen schon aufgefallen, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Oh, ich soll das beeilen. Nice. Karte? Nein, natürlich nicht. Die schwierigen Verstecke, ich sag's ja immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich euch wirklich so nennen soll. Das kommt mir immer so albern vor, solchen Namen. Ähnlich wie Gesichtsfelsen oder Suchtis. Übrigens, kleiner Gruß an Daibola, falls irgendwer den kennt. Oder, naja, wahrscheinlich ihr kennt den als mich, aber andererseits würdet ihr, wenn ihr mich nicht kennt, dieses Video sowieso nicht sehen. Von daher, ha, egal. Ich rede hier so einen Schwachsinn daher, also. Vor allem sind wir gerade im Endspiel von Harry Potter und die Kamera des Schreckens und ich laber die ganze Zeit nur Müll daher. Ist echt der Wahnsinn. Aber das liegt, wie ich ja schon mal in irgendeiner der vorigen Folgen erwähnt habe, auch daran, dass... Oh, das war knapp. Dass ich in letzter Zeit sehr selten zum Aufnehmen komme. Wegen eines gewissen Praktikums. Und es gerade mal wieder Wochenende ist und ich deswegen aufnehmen kann. Und dann bin ich immer besonders froh drum und quatsch am Anfang erstmal richtig drauf los. Und nach 2 Stunden oder so bin ich so fertig, dass ich kaum noch was sage. Das aber leider immer viel zu spät bemerke. Tja. Deswegen, wenn ihr merkt, hören der Folge sagt er ja kaum was, dann ist das wahrscheinlich so eine von den Folgen, die ich ganz am Ende einer Aufnahmesession gemacht habe. Tja, ja. Ey, hier, hallo? Die cheaten. Verschwinde. Du auch. Ja, ist gut da unten, gib Ruhe. Oh. Wow. Das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, im Kampf wirklich... Oh, verdammt. Na egal, die Boden sind eigentlich auch egal. Hier sollten wir aber nochmal lang gehen. Da Leben ja nicht ganz unwichtig ist. Und wir sollten vielleicht doch erst die hässliche Feuerkrabbe darunter schubsen. Die stört sonst nämlich nur. Ja, überspringen bitte. Wisst ihr was? Wir hauen einfach ab. Ha! Das sind richtig feige. Wir zaubern einfach von hier. Da kann uns nichts passieren. Na, wie klingt das? Die Antwort feige brauche ich übrigens nicht.
So. Mir ist ja auch noch was aufgefallen, und zwar, dass ich momentan wirklich nur so Third-Person-Abenteuerspiele spiele. Einmal Harry Potter eben und dann noch The Witcher 1. Und deswegen ist jetzt auch gerade wieder was Neues in Planung. Unter anderem, weil auch hier Harry Potter sowieso wahrscheinlich bald vorbei ist. Ich meine, wir sind in der Kammer, was soll noch groß passieren, ne? Und zwar ist in Planung ein LPT, das eigentlich schon mal aufgenommen wurde, aber dann nicht gemacht wurde, da... Keine Ahnung. Irgendwie waren die Partner an der ganzen Sache nicht mehr so ganz bei der Sache. Das heißt, nicht nur die, sondern ich auch. Und ja, es geht um ein LPT, wenn das jetzt noch nicht so ganz rauskam. Was genau, werde ich noch nicht verraten. Unter anderem, da das wahrscheinlich besagter Partnerin nicht so gefallen würde, wenn ich jetzt einfach alles ausquatschen würde. Aber ich kann mal sagen, ein Teil von diesem nicht fortgeführten LPT kam bereits auf meinem Kanal als Filler-Folge. So. Ich denke mal, das kann ich sagen. Als ob. Hm. So, jetzt aber mal zurück zum Thema. Nee. Oder? Nee. Ta, erwischt, Junge. Hallo. Schade, ich hatte gehofft, wir kommen damit irgendwie da hoch. Ach so, da hinten kommen wir da hoch. Man müsste es doch mal schaffen, im Flug einfach dieses Seil da durchzuschneiden. Das wäre lustig. Hallo. Oh. Habt ihr hier so ein... Ja, okay, ich sollte euch da echt reinwerfen, weil wir wissen ja... Der Typ ist runtergefallen. Wie soll ich denn den da jetzt reinwerfen? Nein, du beißt mich jetzt nicht. Kann ich dich noch aufheben? Sehr gut. Und tschüss. Einen haben wir damit schon mal. Ich glaube, hier oben war doch noch einer, oder? Wobei meine Einbildungskräfte ja auch ziemlich stark sind. Der ist jetzt wohl wirklich hinüber. Ach, was soll's. Was haben wir hier? Oh. Naja, wir schneiden erstmal das Seil da durch. So, das haben wir damit schon mal erledigt. Jetzt würde ich sagen, einmal hier lang. Einmal hier rein. Etwas verwirrend, muss ich sagen, dieser Aufbau hier. Wieso sollte der auf mich schießen? Also, er sieht mich doch gar nicht. Leb wohl. Gut, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gemacht. Die Frage ist, wenn wir alle Imps da oben reinwerfen, ob dann was passiert. Das möchte ich nämlich eigentlich schon ganz gerne gucken. Ach, verdammt, ist der da unten. Kommt der hier irgendwie hoch, oder? Es sieht, glaube ich, nicht so aus, als wäre er dazu in der Lage. So, wir wissen ja, wenn wir vom Elastoteppich runterkommen, macht es keinen Schaden. Theoretisch. Oh, das ist der dämliche Feuerkrabbel. Kann der eigentlich auch fliegen, wenn er da drauf liegt? Hey. Oh Mann, was für ein Aufwand hier jetzt. Oh, na wunderbar. Komm, nimm. Du sollst ihn mitnehmen. Meine Fresse. Die doofe Feuerkrabbe, ey. Okay, das klappt nicht. Was soll's, ich hau jetzt ab, das wird mir zu doof. Selbst wenn uns jetzt noch eine Bildkarte fehlen sollte, die dürften wir eigentlich auch kaufen können. Was für eine Konstruktion wird das denn schon wieder? Naja. So. Wir könnten eigentlich auch dahin springen, aber das wäre ja zu einfach. Wieso ist das hier so gebaut, dass man da Schaden... Ach nee, stimmt ja gar nicht. Da war eigentlich ein Tram... ein Fahrstuhl. Naja. Wenn wir das Ganze nicht überleben, dann macht's ja nichts. Müssen wir nur den ganzen Raum eben... Ach, was soll's. Glück. So viele Tränke, wie wir haben. Wäre das lächerlich, die jetzt aufzuheben. Ist ja nicht so, als würde uns jetzt irgendwas Schlimmes erwarten. Ey! Das war jetzt gemein. Oh, ich glaube, wir sind schon da. Und... Ein Ladebildschirm. Okay, wir sind nicht da. Guck mal, da sind hässliche Krabben. Schon wieder. Flipendo. Natürlich brauchen wir da nur eine für jeweils. Das heißt, hier laufen danach trotzdem noch zwei rum. Hallo. Danke.
Darf ich mich bitte wieder bewegen, bevor die mich abschießen? Das wäre nett. Ich nehme das mal als Nein. Schieß halt, ist mir egal. Wenn ich dich jetzt abschieße, bist du noch sowieso wieder wach. Jo, danke schön. Oh. Jetzt nerv mich nicht, dämliches Mistvieh. Ach ja. Hallo? Hallo? So. Jetzt einmal ganz schnell. Weg mit dir. Und tschüss. Ich wette, es hätte echt was gebracht, wenn ich das Vieh da hinten noch abgeschossen hätte. Auch ins Loch geworfen hätte, ihr wisst schon. Muss ich bestimmt zurücklaufen. Hm. Erstmal probieren wir, ob es mit Weiterlaufen nicht auch klappt. So, mal gucken, wenn wir hier drauf springen vielleicht. Nein. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht irgendwo hinkommen, wo wir nicht zurückkommen. Oh oh. Böses Mistvieh. Sehr böses Mistvieh sogar. Hier ist aber nichts, okay. Der Sprung da oben ist irgendwie ein bisschen arg knapp. Also ich gehe mal davon aus, dass das schon funktioniert und so, aber... Was passiert, wenn wir hier nochmal gegenzaubern? Ach, gar nichts, Mensch. Tja. Ich hoffe, wir packen den Sprung jetzt, weil sonst wird es ein bisschen doof für uns. Komm schon, der muss... Ja, geht doch. Danke. Ah, da oben müssen wir rein. Hier am besten auch nochmal durch. So. Schon wieder Bohnen. Ich sag ja, es lohnt sich überhaupt nicht hier. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir noch irgendwie wieder zurückkommen, um die Karten einzulösen, weil es wäre echt scheiße, wenn wir die jetzt umsonst gesammelt hätten, ha? Da passiert bestimmt was Doofes. Oh, es geht noch weiter runter. Na wunderbar. Hässliche Schnecken und ein Flipendo-Symbol auf dem Boden. Hier ist überhaupt nichts und da ein Frosch. Also, dafür ist das so gut versteckt, ist mal wieder eine sehr magere Beute. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir doch auch schon eine Karte gefunden hier unten, oder? Man sieht dezent, woran das liegt und was ist das für ein hässliches Geräusch hier im Hintergrund. Verschwinde. Die Tür ist offen geblieben, deswegen, das finde ich lustig. Wir können jetzt die Schnecken natürlich auch noch darunter schubsen und so, wenn wir Spaß dran haben, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Sobald die in die Lichtschranke kommen, sterben die nämlich, wie man vielleicht schon gesehen hat. Dich auch. Danke. Da ist nichts. Ah ja. Das ist aber nur eine bronzefarbene Bildkarte, muss man dazu sagen. Deswegen kann man sich da trotzdem nicht sicher sein, dass da was Gutes bei rauskommt. Dass wir trotzdem am Ende nochmal wieder zurückkommen. Da kann man sich einfach nicht sicher sein. Das Spiel ist echt ungerecht, was das angeht. Also Sicherheit kannst du hier nicht erwarten. Was wollt ihr denn? So, die sind weg. Noch eine? Nee. Alles klar, und hoppala. Hey. Okay, jetzt kommst du noch weiter runter und blockiert den Lichtstrahl. Das ist schon mal gut. Aber müsste das Ding ja nicht rein theoretisch dauerhaft nach unten... Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Müsste das Ding jetzt nicht dauerhaft offen sein? Ich meine, es ist blockiert, der Lichtstrahl. Wodurch er ja vorher irgendwie immer aufgegangen ist. Das ist rein theoretisch zwar komplett unlogisch, was hier passiert, aber das ist ja egal. Oh. Jamey, das war aber jetzt echt ungeschickt von mir, hä? Achso, Folie Magie, gucken wir noch eben rein. Danach beende ich mal wieder die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wilfried Elfig... Elfig. 1112 bis 1199. Erster Zauber, der von einem afrikanischen Irumpend angegriffen wurde. Was es ist, weiß man nicht genau. Uns fehlen immer noch 5 Karten.
die wir nicht kriegen werden, fürchte ich. So, ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Wir springen hier eben noch runter. Das erwartet euch beim nächsten Mal. Vermutlich ist es die nächste auch schon eine der letzten Folgen. Genau wie diese hier schon eine der letzten Folgen ist, wahrscheinlich. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Mensch, das habe ich euch noch nie gesagt. Aber ich habe tatsächlich jetzt nach vielen Erkundigungen erfahren, dass es doch tatsächlich etwas bringt, dieses ganze Daumen hoch, teilen, bla bla bla. Naja, also wäre es ganz nett, wenn ihr hier so ein Dämmchen nach oben da lasst oder eben das Ganze mit den sogenannten sozialen Netzwerken teilt. Gut, wollte ich nur mal loswerden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.